Als nun der gute Cook wieder nach England zurückgekommen war, hatte man ja eine ganze Sammlung an Pflanzen und Tieren mitgebracht. Ein Känguru war damals in Europa völlig unbekannt. Und unter anderem gab es da einen Brotfruchtbaum. Und die Plantagenbesitzer in der Karibik waren der Meinung, wenn sie die hätten, dann könnten sie ihre Sklaven kostenlos ernähren, weil das Brot ja an den Bäumen wächst. Und sie traten wieder an den König heran und er sagte der Admiralität, mach das mal. Und sie kauften wieder ein Schiff, das war noch etwas kleiner als die Endeavour, die Bounty, 26 Meter lang, 45 Mann Besatzung oder 46. Und da hatte man hinten die große Kajüte ausgebaut als Gewächshaus mit 750 Blumenpötten. Und das Schiff ist dann wieder nach Tahiti gesegelt, das man ja nun schon einigermaßen kannte. Und nun ist es so, dass diese Pflanze nicht durch Samen, sondern nur durch seitliche Triebe vermehrt werden kann. Und die hat eine Pause, genau wie bei uns die Pflanzen im Winter. Das Schiff musste also 4 Monate vor Anker dort liegen. Und die junge Besatzung, alle in den 20ern, hatten 4 Monate Landurlaub, legten sich Lebensgefährten zu, ließen sich tätowieren und irgendwann waren die Blumenpötte nun voll und das Schiff wollte absegeln. Und ob dieser Kapitän Bligh ein so grausamer Mensch war, wie er in 3 Filmen und vielen Büchern dargestellt worden ist, mag man dahingestellt sein lassen. Er hatte jedenfalls die Angst, dass diese jungen Leute nur schwer wieder zurückzukriegen waren in die Schiffsdisziplin. Und es mag sein, dass er sie da etwas härter angefasst hat. Da sie aber inzwischen sich an ihre Freiheit gewöhnt hatten, meuterten sie. Die berühmte Meuterei auf der Bounty. Sie setzten den Bligh aus mit 17 weiteren Leuten, also 18, in einem Boot von 7,60 Meter Länge, klein. Und damit hat der Bligh diese Leute 6500 Kilometer bis nach Timor gebracht. Eine auch aus heutiger Sicht noch erstaunliche seemännische Leistung. Die Piraten selbst, die Meuterer, fuhren zurück nach Tahiti. Allgemeine Verblüffung, Schiff ist wieder da, Kapitän ist weg. Da sind etliche von der Besatzung ausgestiegen, die wollten dort bei ihren Lebensgefährtinnen bleiben. Etliche Tahitianer sind mit eingestiegen und das Schiff segelte dann fort. Der zweitkommandierende Fletcher Christian war der Navigation kundig und hat das Schiff dann gebracht zu einer kleinen Insel Pitcairn, wo die Jungs ausgestiegen sind und die Bounty verbrannt haben, weil sie wussten, nach England können wir nicht wieder zurück. Dort haben sie dann also so eine kleine Kolonie eingerichtet und 2 große Fehler gemacht. Erster Fehler, die Engländer erklärten, das bebaubare Land gehört uns und die mitgenommenen tahitianischen Männer können für uns arbeiten. Das fanden die nicht so gut. Nun waren unter den Tahitianern auch Ehepaare und die Engländer sagten, die Ehefrauen gehören auch uns. Da gab es noch mehr Ärger. Und 2 Jahre später waren alle tot, bis auf einen Mann, 9 Frauen und 18 Kinder. Dieser Adam Smith hat dann da ein ehrsames Regiment eingerichtet, gestützt auf die Bibel. Und jetzt gab es auch nicht mehr so viele Streitereien. 18 Jahre hat es gedauert, bis mal wieder ein Schiff vorbeikam, ein Amerikaner. Der wollte dort an und für sich Wasser nehmen, nur hat die Insel keinen guten Ankergrund, sodass er dann schon weiter segeln wollte. Aber er hatte Licht an Land gesehen und blieb treibend vor der Insel bis zum anderen Morgen. Und da kamen Kanus rausgerudert mit jungen, hellbraunen Männern, die Englisch sprachen. Große Verblüffung, wo kommt das her? Und so kam dann heraus, das sind die Nachkommen der damaligen Meuterer und die Nachricht kam dann auch entsprechend nach England. Der Adam Smith konnte dort aber weiter leben und ist dann in den hohen 60ern dort verstorben, im Kreise seiner zahlreichen Familie. Die Insel hatte in der Spitze mal 350 Einwohner, da waren aber auch ein paar Zugewanderte dabei. Heute sind es etwa 45.
Und ich nehme an, die Insel wird langsam aussterben. Es gibt zwar eine Grundschule dort, aber alle Kinder, die in Neuseeland oder Australien eine weiterführende Schule besuchen, kommen nicht wieder zurück. Kann man verstehen, da ist ja nicht viel zu holen. Wir alle können uns freuen, dass wir zum Unterhalt dieser Inselbevölkerung auch mit unseren Steuermitteln beitragen. Denn die Europäische Union gibt dort eine Subvention hin, und da wir ja die größten Nettozahler in der EU sind, sind wir auch daran beteiligt, dass die noch einigermaßen über die Runden kommen. Ansonsten können Sie Briefmarken ausgeben und Geldscheine machen lassen, die bei Sammlern an sich sehr begehrt sind. Aber Sie können damit nicht Ihren gesamten Haushalt decken.